Hallo, mein Name ist Hannes und ich möchte hier gerne meinen Convert-to-Contact-Button vorstellen. Dieser ruft mittels Veränderung von URL-Parametern eine modifizierte Konvertieren-Seite auf. Die Konvertieren-Seite lässt sich ja leider nicht direkt mit Salesforce-Bordmitteln an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und zwar löst dieser Convert-to-Contact-Button folgendes Problem. Beim Konvertieren wird ja leider nicht in allen Fällen eine Opportunity angelegt. Meistens hat man ja so ein Verhältnis von 9 zu 1. In denen keine Opportunity angelegt wird. Das heißt, man muss dann jedes Mal diesen Haken setzen und eventuell noch einen entsprechenden Status dazu auswählen und fährt dann fort mit dem Click auf Convert. Der Convert-to-Contact-Button hat diesen Haken schon gesetzt und auch schon einen entsprechenden Status ausgewählt, spart also Klickarbeit. Ich zeige jetzt kurz, wie man so einen Button anlegt. Im Setup geht man auf Customize, Leads, Buttons and Links, legt dann einen neuen Button an. Und dann muss hier Detail Page Button ausgewählt werden, wir wollen also einen Button anlegen. Wichtig ist dann, dass wir auswählen hier ohne Seitenleiste oder Header. Die URL sieht wie folgt aus, und zwar wird hier die Lead Konvertieren Seite aufgerufen. Dann wird einmal als Parameter die ID von dem Lead übergeben und auch als Return URL, das ist also die URL, wo der Browser zurückgeht, wenn man auf Abbrechen klickt, könnte man theoretisch auch etwas anderes einfügen. Dann wird der Haken No Opti auf 1 gesetzt, das heißt keine Opportunity anlegen, und optional kann man noch C-Status setzen. Und um hier den entsprechenden Wert zu finden, kann man entweder auf der Konvertieren-Seite in den Quellcode gucken oder aber, was ich bequemer finde, Firebug benutzen. Eine Erweiterung für den Firefox, und zwar benutzen wir dann hier dieses Untersuchen-Tool, klicken einmal auf das Dropdown und finden dann hier unten Feld C-Status unsere entsprechende Zahl, das ist in diesem Fall die 5. Firebug wieder zu, können hier die 5 eintragen und das war es auch schon. Jetzt muss der Button nur noch ins Page-Layout aufgenommen werden. Da können wir ihn auch gleich einmal testen. Unser neuer Button. Einmal speichern. Da ist der Button und funktioniert. Der Haken ist gesetzt und der Status ist voreingestellt. Ja, ich hoffe, das hilft vielen Leuten weiter und vielen Dank fürs Zuschauen.